Strand, Sonne, Meer. So machen die meisten Deutschen am liebsten Urlaub. Doch andere Nationen haben ganz andere Traumziele. Zum Beispiel Tokio, das schottische Glasgow oder Stuttgart. Wer da so hinfährt und vor allem warum, wir haben unsere Koffer gepackt und es uns angeschaut. Auch wenn die Ziele sich unterscheiden, alle unsere Reisetipps heute beginnen auf dem Flughafen. Aber warum fliegen Sie am liebsten hierhin? Und was verschlägt Sie ausgerechnet dorthin? Als erstes wollen wir diese beiden auf ihrer Reise begleiten. Sie kommen aus China. Die Chinesen sind mittlerweile die Reiseweltmeister. Sie machen dreimal im Jahr Urlaub und dann gleich alle auf einmal, staatlich verordnet. Für die Unterkunft gilt, möglichst günstig, denn das Geld geben sie lieber für Shopping aus. Keine andere Nation konsumiert mehr im Urlaub. Und wo besonders gern? Sozusagen ums Eck, in Japan. Die Hauptstadt Tokio ist das Traumziel der beiden Freunde Li En und Yang aus Peking. Beide arbeiten als Softwareentwickler. Weil der Ruf chinesischer Touristen schlecht ist, hat ihnen ihre Regierung Benimmregeln verordnet. Nicht spucken, nicht drängeln, nicht bauchfrei reisen sind nur drei davon. Und was packen Chinesen so in ihren Reisekoffer? Li En lüftet für uns das Geheimnis. Ist das alles? T-Shirts und ein paar Kosmetikproben? Ganz schön spartanisch. Ich versuche, so wenig wie möglich mitzunehmen. Dann habe ich mehr Platz fürs Shoppen. Ihre Hauptkriterien fürs Hotel? Günstig und nah an den Geschäften. Das lohnt sich, weil der Wechselkurs für die Chinesen zurzeit besonders günstig ist. Anstelle von Plastiktüten nehmen sie auch gleich ihren Koffer mit in die Geschäfte. Das Modell mit Rollen dran ist deshalb auch Pflicht. Die beiden kaufen nicht nur für sich selbst ein. Von ihren chinesischen Freunden haben sie eine lange Liste bekommen. Shoppingurlaub in Japan ist für Chinesen ein echter Trend. Mittlerweile gibt es sogar ganze Kreuzfahrten, die sich nur darauf spezialisiert haben. Rauf aufs Schiff, drei Tage bis Japan schippern, runter vom Schiff, so viel kaufen wie möglich, zurück an Bord und wieder drei Tage lang zurück nach China fahren. Viel Zeit zum Einkaufen bleibt den Passagieren nicht. Nur 6 Stunden dauert der Landgang. Shuttlebusse bringen die Chinesen direkt vom Hafen zum Duty-Free-Shopping. Besonders beliebt Reisekocher und beheizte Klobrillen. Danach geht's auf direktem Weg wieder zurück. Gemütliches Sightseeing und Erholung. Fehlanzeige. Ein bisschen mehr Zeit haben Li En und Yang schon. Trotzdem sind sie top organisiert. Ich habe 2 Geldbeutel. Einer für Scheine und einer für Münzen. Das habe ich mir von den Japanern abgeschaut. Hier gibt es viel Kleingeld. Da macht es auf jeden Fall Sinn, ein extra Portemonnaie mitzunehmen. Ein Kulturschock für die Chinesen. In China gibt man Münzen nur an Bettler. Auch bei Yan landen einige Artikel im Einkaufskorb. Besonders hoch im Kurs japanische Babyartikel. Klar, die Produkte gibt es auch in China. Aber die Qualität und das Design sind einfach besser hier in Japan. Die Produkte aus dem Ausland sind viel beliebter. Die Chinesen vertrauen also ihren eigenen Produkten nicht. Und damit Yans Freunde auch sicher wissen, dass die gewünschten Mitbringsel keine Billigfakes sind, lässt er sich beim Kauf filmen. Das Video schickt er als Beweis an seine Freunde. Nach dem Shopping-Marathon gönnen sich die beiden ein paar japanische Spezialitäten. Und wie schmeckt's? Scharf genug? Es ist ganz gut. Wenn ich längere Zeit in Japan bin, nehme ich aber eine scharfe Soße mit. Für die kurze Zeit komme ich auch so gut klar. Die japanische Küche ist deutlich milder als die chinesische. Unsere beiden passen sich an und wollen nicht unangenehm auffallen. Wer sich als Chinese auf Reisen übrigens so richtig daneben benimmt, landet auf einer schwarzen Liste und kann im Extremfall nicht mehr bei chinesischen Reiseveranstaltern buchen. Zum Schluss der Preissturz. Ich habe ca. 300 € ausgegeben.
Bei mir müssten es um die 250 Euro sein. Mit vollen Koffern kehren die beiden am Abend ins Hotel zurück. Morgen beginnt ein neuer Shoppingtag in Tokio. Vielleicht brauchen sie dann auch einen neuen Koffer. Geld ausgeben im Urlaub machen auch arabische Touristen sehr gerne, zum Beispiel die aus Kuwait. Sie reisen häufig und lange, am liebsten im Sommer, wenn die Temperaturen bei ihnen unerträglich heiß sind. Als Urlaubsunterkunft mieten sie oft Wohnungen, um ihr eigenes Essen zu kochen. Und die meisten gehen im Urlaub zum Arzt, eines ihrer Lieblingsziele, Deutschland. Genauer gesagt, Stuttgart. Aber warum? Was gibt es ausgerechnet hier, was es woanders nicht gibt? Familie Al-Sami aus Kuwait macht bereits zum zweiten Mal hier Urlaub. Die Eltern reisen zusammen mit ihrer 27-jährigen Tochter Halemi. Sie checken nicht im 5-Sterne-Luxushotel ein. Für ihre Zeit im Schwabenländle hat sich die Familie aus der Mittelschicht Kuwaits eine Wohnung angemietet. Das läuft in der Regel über deutsche Agenturen, die sich auf arabische Touristen spezialisiert haben. Zugegeben, wir hätten uns das Ganze etwas luxuriöser vorgestellt, ist schon alles recht schlicht. Zwischen 80 und 100 Euro pro Tag zahlt die Familie hier. Die Wohnung ist aber viel besser für uns. Wir sind ja doch sehr lange hier. Und wir wollen unser eigenes Essen kochen. Das geht im Hotel einfach überhaupt nicht. Ganze 4 Wochen bleiben sie. Urlauber aus den Golfstaaten bevorzugen Süddeutschland. Die Städte hier gelten als besonders sauber. Und was haben Sie in Ihrem Koffer? Meine Kleidung ist ganz wichtig, weil wir spezielle Sachen tragen. Zum Beispiel das Kopftuch, das muss ich immer dabei haben. Recht schnell kommt auch ein kleiner Gebetsteppich zum Vorschein. Der ist sehr wichtig für gläubige Muslime. Unreinheiten auf dem Boden würden das Gebet ungültig machen. Eine eigene Kaffeemaschine, Datteln und ein Gasbrenner. Für den ganz besonderen Weihrauchduft. Der ist auch im religiösen Sinn reinigend und die Familie aus Kuwait will auch im Urlaub nicht darauf verzichten. Wenn wir Besucher haben oder Freunde, die uns besuchen kommen, dann benutzen wir das auf jeden Fall. Die Familie hat ein klares Ziel, das Klinikum Stuttgart. Denn die Al-Samis verbinden den Aufenthalt in Deutschland, wie viele Araber, mit einer medizinischen Behandlung. Hier im Klinikum wurde Tochter Halemi am Knie operiert und muss jetzt zur Nachuntersuchung. Familie Al-Sami, bitte. Doch das Klischee, dass Araber einen Batzen Geld mitbringen und beim Arzt Cash zahlen, stimmt nicht ganz. Offiziell muss der Patient vor der Behandlung einen Antrag beim heimischen Gesundheitsministerium stellen. Erst dann übernehmen die deutschen Ärzte wie Dr. Reitze. Hallo. 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 Nice to meet you again. Hallo. Nice to meet you. Heute steht die erste Nachkontrolle nach der OP auf dem Plan. Dr. Reitzer hat einen Knorpelschaden am Knie behoben. Ein Dolmetscher sorgt für die reibungslose Kommunikation zwischen Arzt und Patient. So, ich darf Sie bitten, einmal die Hose ein bisschen nach oben zu ziehen. Gut. Die Wunde ist schön abgeheilt. Diese Art Medizintourismus boomt in Deutschland. Die Patienten können bei speziellen Agenturen das Rundum-Sorglos-Paket inklusive Dolmetscher buchen. Eine so professionelle Behandlung ist in meiner Heimat Kuwait einfach nicht möglich. Bundesweit kamen 2013 fast 11.000 stationäre Patienten aus den Arabischen Emiraten und die Zahl steigt. Es war lange Zeit so, dass die Patienten vor allen Dingen in die USA gegangen sind und nach London. In den letzten Jahren besteht schon ein Trend, die deutsche Medizin wertzuschätzen. Seit dem 11. September gibt es schärfere Visabeschränkungen für die USA. Ein Grund für den OP-Boom hierzulande. Das Knie ist wieder fit und Urlaub soll Spaß machen. Heißt für Familie Al-Sami shoppen. Und dafür bekommen sie tatsächlich jede Menge Urlaubsgeld von ihrem Heimatstaat. Hoch im Kurs Markenware jeder Art.
Und in Deutschland ist es in ganz Europa am günstigsten. Das Geld wird unter die Leute gebracht. Wo ein durchschnittlicher Tourist in Deutschland gut 160 Euro täglich in der Stadt ausgibt, sind es bei Reisenden aus arabischen Ländern bis zu 1000. Früher hatte ich Deutschland nicht auf dem Schirm. Aber jetzt war ich zweimal aus medizinischen Gründen hier. Und nächstes Mal will ich hier nur Urlaub machen. Shoppen und operieren. Für viele Araber ist das tatsächlich die typische Art, Urlaub zu machen. Unsere dritte und letzte Reisenation, die Japaner. Wenn sie einmal im Jahr in den Urlaub gehen, dann auch nur für wenige Tage. In der kurzen Zeit wollen sie viel erleben. Deswegen muss das Hotel sehr zentral sein. Sightseeing und Erholung stehen auf dem Programm. Viele reisen nach Europa. Neuester Trend? Schottland. Japanerin Yupi ist gerade mit ihren beiden Kindern Nico und Callum in Glasgow angekommen. Hier wollen sie ein paar Tage Urlaub machen. Hallo, willkommen. Ah, hallo, vielen Dank. Willkommen in Glasgow. Yupi hat eine Tour bei Jerry Healy gebucht. Er hat sich in den letzten Jahren auf japanische Reisetouren in seiner Heimat Glasgow spezialisiert. Sein großes Plus? Er hat in Japan gelebt und kann fließend Japanisch. Das Ziel? In kurzer Zeit viel erleben. Deswegen liegt auch das Hotel mitten im Stadtzentrum. Das Zimmer ist riesig, vor allem im Vergleich zu denen in Japan. Und was packt eine typisch japanische Familie in ihre Koffer, wenn sie in Urlaub fährt? Es sieht schon mal alles sehr ordentlich aus. Hygiene ist für Japaner ein Muss. Da nimmt man sogar die eigenen Hausschuhe für das Hotel mit. Das hier ist ein Stempel mit meinen Initialien. Der Stempel gilt zumindest in Yupis Heimat wie eine Unterschrift. Im Urlaub wird er allerdings nicht akzeptiert. Auch Nico will uns zeigen, was in seinem Koffer steckt. Spielzeug, Spielzeug und noch mehr Spielzeug. Was aber ganz offensichtlich nicht jedem gefällt. Außerdem ist tatsächlich sehr viel Essen im Koffer. Aber wo ist denn der typisch japanische Mundschutz? Den Mundschutz habe ich nur im Winter dabei. Im Sommer tragen wir den gar nicht. Die Koffer sind ausgepackt. Auf dem durchgetakteten Zeitplan für heute steht als erstes eine Bootstour auf Loch Lomond. Aber warum eigentlich Schottland? Grundsätzlich zieht es viele Japaner im Urlaub nach Europa, vor allem in den Norden. Und seit ein paar Jahren ist Schottland der neue Geheimtipp. Die Landschaft hier ist großartig und es ist so ruhig. Kein Vergleich zu meiner Heimat in Tokio. Ich genieße die Zeit mit meinen Kindern sehr. Aber wer jetzt glaubt, sie kommen etwa wegen Nessie nach Schottland? Nein. Kurios aber wahr. Schottland war 2014 wegen der Abstimmung über die Unabhängigkeit in den japanischen Medien enorm präsent. Seitdem wollen tatsächlich immer mehr Japaner in Schottland Urlaub machen. Und der schottische Fremdenverkehr befeuert das Ganze auch noch ganz gezielt mit Werbung im japanischen Fernsehen. Und was darf beim Schottlandbesuch einer japanischen Mutter mit zwei kleinen Kindern natürlich nicht fehlen? Die typisch schottische Whisky-Verkostung. Reiseleiter Jerry lebt mittlerweile fast ausschließlich von japanischen Touristen, die er einzeln betreut. In Japan geht der Trend weg von Reisegruppen. Wow, der schmeckt gut. Einer der besten. Aber er ist doch sehr stark. Aber was ist jetzt das Besondere an einer japanischen Reisetour? Japaner wollen einfach einen ganz genauen Plan. Zeiten sind ihnen super wichtig. Das ist hier in Schottland auch die Herausforderung, weil wir da anders ticken. Japaner wollen in kurzer Zeit viel erleben. Araber lassen sich im Urlaub gern operieren. Und Chinesen wollen einfach nur shoppen. Am Ende zählt doch, dass der Urlaub jedem Spaß macht.